Wir finden zum Teil geköpfte oder verstümmelte Leichen, den Großteil jedoch mit mehreren Kopfschüssen. Leichen mit bis zu 11 Einschusslöchern. Ich weiß nicht, ob die Mörder einfach nur sicher gehen wollen. Jedenfalls werden die Opfer auf brutalste Art und Weise getötet. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie die Menschen dadurch abschrecken. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne einen von ihnen in die Finger kriegen und ihn fragen. Der 33-jährige Sergeant ist bereits zum zweiten Mal im Irak. Doch anders als die Politiker in Washington ist er nicht sehr zuversichtlich. Meiner Meinung nach ist die Lage schlimmer geworden. Unsere Aufgabe wäre einfacher, wenn sie nur uns angreifen würden. Letztes Mal waren wir hier, um den Wiederaufbau zu unterstützen, aber jetzt sind wir hilflos gegen diese religiöse Gewalt. Das Land fällt vor unseren Augen regelrecht auseinander. Sie sollten aufhören, sich gegenseitig umzubringen und mit Hilfe der Regierung oder unter sich einen Weg finden, miteinander auszukommen. Dann könnten wir endlich nach Hause und sie in Frieden weiterleben. Das wird aber noch dauern. Die Botschaft an der Wand ist deutlich. Schiiten verschwindet aus Khadra. In diesem Viertel, einst schiitisch, leben heute fast nur noch Sunniten. Wer trotzdem geblieben ist, muss mit einem Besuch der sunnitischen Todesschwadronen rechnen. Die Familie Khaldun. Sie hat in den letzten Tagen 2 Morddrohungen erhalten von Sunniten. Die Frauen geraten in Panik. Sollen sie etwa vertrieben werden? Uniformen haben im Irak noch nie etwas Gutes bedeutet. Verzweifelt bittet die Frau um Vergebung. Sie hätten doch nichts getan, warum müssen sie denn weggehen? Ihr Mann Hamid versucht sie zu beruhigen. Hol den Drohbrief, die Amerikaner wollen ihn sehen, befiehlt er. Doch keiner glaubt, dass die wirklich helfen können. Der Brief, eine letzte Warnung. Verschwindet oder wir schneiden euch die Zungen heraus und köpfen die ganze Familie. Im Namen Allahs, des Gnädigen, wurde der Brief von 4 sunnitischen Terrorgruppen unterzeichnet. Doch die Amerikaner haben den Verzweifelten wenig Schutz zu bieten. Der Offizier überreicht seine Visitenkarte. Ruf mich an, wenn du wieder bedroht wirst. Für die Familie ist ein solches Angebot schlicht ein Witz. Sein Haus haben die Aufständischen längst mit einem roten X markiert. Ein sicheres Zeichen, dass die Familie auf einer Todesliste steht. Sie müssen täglich mit dem Schlimmsten rechnen. Einige Straßen weiter, die Gewalt der Gegenseite. Hier greifen Schiiten immer wieder die Einwohner an. Alles Sunniten. Nicht ein Haus ohne Einschusslöcher. Es ist schrecklich hier. Jeden Abend werden wir von dort aus dem Nachbarviertel bombardiert und beschossen. Die gefährlichste Miliz der Schiiten, die Mahdi-Armee, sitzt dort. Sie bekommen ihre Waffen aus dem Iran und setzen sie gegen uns ein. Trotz des blutigen Chaos versuchen die Menschen, so etwas wie ein normales Leben zu führen. Auto waschen. Selbst eine solche amerikanische Patrouille gehört inzwischen zum Alltag. Doch die Ruhe täuscht. Aus Huria meldet sich die Mahdi-Armee. In Huria dürfen wir nicht filmen. Dafür aber in Sadr City, der Hochburg der radikalen Schiiten. Heimlich haben uns Schiiten dort eingeschleust. Außer einer Handykamera durften wir nichts mitnehmen. Prozent der Iraker sind Schiiten. 50.000 solcher Kämpfer sollen dieser Mahdi-Miliz angehören. Das Pentagon stuft sie als die größte Gefahr im Irak ein. Nicht eine einzige US-Einheit ist hier stationiert. Nur gelegentlich fahren sie Patrouille. Wenn sie sich blicken lassen, dann kommt es regelmäßig zu solchen Schlachten, die wir mit unserer Handykamera aufnehmen. Auch bei unserem Besuch feuern beide Seiten aufeinander aus allen Rohren. Als die Amerikaner dann endlich verschwinden, jubelt die Bevölkerung. Eines haben diese Terrorgruppen geschafft. Sie haben aus Bagdad eine geteilte Stadt gemacht.
geteilt zwischen Sunniten und Schiiten. Die irakische Armee hat in solchen Vierteln nichts zu sagen. Die Milizen kontrollieren die Stadt. Gelegentlich kommen amerikanische Soldaten. Einst wohnten Schiiten hier. Demnächst werden sunnitische Familien hier einziehen, die ihrerseits von Schiiten vertrieben worden sind. Eine Straße weiter, die Frontlinie dieses Religionskrieges. Die Bravo Company ist die erste US-Einheit, die sich hierher gewagt hat. So gefährlich ist die Gegend. Die sunnitische Familie Nasir ist vor 4 Tagen in dieses leerstehende Haus eingezogen. Sie wurden aus Huria vertrieben. Verzweifelt bitten sie die Amerikaner um Schutz vor den Schiiten, doch die Soldaten sind ratlos. Als die Soldaten das Haus gegenüber durchsuchen wollen, werden sie von jungen Irakern gewarnt. Überall würden schiitische Scharfschützen lauern. Keinesfalls sollten sie das Dach betreten. Mein Vater und Bruder sind schon ermordet worden. Vor ein paar Tagen wurde hier eine alte Frau von Scharfschützen verletzt. Jeden Abend zwischen 9 und 2 Uhr nachts patrouilliert hier die Mahdi-Armee zusammen mit Polizei und Militär. Ganz offiziell sind sie zusammen. Die Frauen belästigen sie nicht, sie suchen aber nach den Männern. Ich schlafe jeden Tag woanders, meistens verstecke ich mich in der Moschee, wo ich in Sicherheit bin. Nach kurzer Rücksprache mit dem Hauptquartier entscheiden sich die Soldaten, trotz der Warnung, das Haus zu durchsuchen. Es ist niemand da. Das Haus ist völlig leergeräumt. Auf dem Dach wird klar, warum sie nicht hier sein soll. Die Soldaten finden die ausgebaute Stellung eines Scharfschützen der Sunniten. Die Amerikaner sind sichtlich überrascht. So etwas haben sie hier nicht erwartet. Offensichtlich wird vom Dach dieses Hauses regelmäßig das nahe Viertel der Schiiten beschossen. Viele Häuser und Satellitenschüsseln in der Nachbarschaft haben Einschusslöcher. Ohne jeden Zweifel. Hier wird ständig gekämpft. Da drüben, das ist Huriyah. Wir sind hier direkt an der sogenannten religiösen Frontlinie. Von dort versuchen Schiiten, dieses Gebiet zu erobern, um den Sunniten Land abzunehmen. Und die wollen natürlich die Schiiten loswerden. Genau hier finden die Gefechte statt. Die Schiiten kommen hierher und ermorden die Sunniten und die Sunniten gehen rüber und töten Schiiten. Und wir finden anschließend die Leichen. Das hier ist einer der Hauptkampfplätze. Bagdad, eine sterbende Stadt. Daran können auch die Amerikaner nichts ändern. Ihr Krieg hat das lange Sterben ausgelöst. Stoppen können sie es nicht. Zumindest im Augenblick nicht.